Hallo, ich bin Pamela und ich möchte euch heute meine Limited Edition vorstellen, die ab jetzt erhältlich ist. Also, wie ihr unschwer erkennen könnt, handelt es sich hier um mich, aber wir haben das Motiv ja zusammen in dem Community Voting ausgewählt. Wir hatten ja mehrere zur Auswahl, weil wir bei der ganzen Limited Edition super viel rumprobiert haben und ihr habt dann für dieses Motiv gestimmt, was mich sehr gefreut hat, weil das war auch mein persönliches Lieblingsmotiv, weil es mich so ein bisschen an das Mona Lisa Phänomen erinnert, denn ich bin mit meinem Auge immer bei euch, wenn ihr euch dann die Haare macht. Ich schaue euch praktisch zu, ob es denn richtig läuft und ob ihr dann schlussendlich endlich auch einen Good Hair Day habt. Und wenn ihr eure Box aufmacht, findet ihr erstmal einen persönlichen Text von mir und auch einen QR-Code, mit dem kommt ihr zu einem Tutorial. Da zeige ich euch, wie ich meine Pam-Waves denn immer mache. Und mit ein bisschen Glück und mit ein bisschen Übung habt ihr dann auch im Handumdrehen einen Good Hair Day. Dann finden wir innen drin einmal den Styler, aber dazu kommen wir gleich erst. Denn die Tasche ist auch was ganz Besonderes. Da haben wir auch sehr, sehr lange rumprobiert, weil ich eine Tasche machen wollte, die mehr ist als nur eine Hitzeschutztasche. Deswegen ist sie auch prinzipiell ein bisschen zu groß für den Styler. Aber dafür könnt ihr sie auch im Alltag verwenden. Ihr seht auch gar kein Branding auf der ganzen Tasche. Das heißt, sie ist neutral für den Alltag und inspiriert von meiner allerliebsten Tasche, die ihr vielleicht sonst auch mal bei mir gesehen habt. Aber wenn ihr sie öffnet, findet ihr hier GHD x Pamela Reif. Das heißt, man weiß dann schon, woher sie kommt, aber so erstmal nicht. Man kann sie auch Crossbody tragen. Ihr habt hier den schönen Riemen und den könnt ihr Längen verstellen. Wir haben das getestet an verschiedenen Körpergrößen, verschiedenen Körperfüllen auch. Das heißt, ihr könnt sie Crossbody tragen oder over the shoulder oder auch den Riemen innen drin verstauen. Die Details sind in einem Gunmetal Silber. Ich finde, das sieht sehr, sehr edel aus. Und die ganze Tasche selber ist auch eher matt und nicht Hochglanz. Und dadurch ist sie ein sehr, sehr schönes Add-on für den Alltag, für euren Styler. Sind wir bereit? Holen wir mal raus. Also, ihr seht auf der einen Seite auch das Motiv, das ihr gerade eben auf der Box gesehen habt. Etwas seitlich mein Gesicht, das Auge immer zu euch, wenn ihr euch stylt. Und dann auf der anderen Seite findet ihr meine Haarsträhnen mit meiner Signatur zusammen. Der Styler hat die neue Technologie des Kronos Stylers, weil er ein Kronos ist. Aber das erkläre ich euch in einem anderen Video. Ich hoffe, euch gefällt meine Limited Edition und ich bin schon ganz gespannt, was ihr für Looks damit zaubert.